frühreif, ja. Ja. Auf jeden Ich Fall. meine, ich sag es mal so, ich habe selber ziemlich früh angefangen. Aber man sollte immer wissen, nicht nur rein raus, sondern man sollte dann auch wissen, was da dann passieren kann. Und das ist das Schlimme. Die meisten haben einfach da nichts im Hirn, dass sie dann sagen, ja, hey, also ich sollte wirklich auch aufpassen. Ich weiß nicht, ob das teilweise an mangelnder Aufklärung liegt oder ob die das dann einfach nicht hören wollen. Das verstehe ich dann ehrlich gesagt immer nicht. Ja, gut, ja. Weil, kann ich jetzt auch nicht sagen, also da. Ja, ich weiß nicht, viele sind einfach vielleicht zu unerfahren oder. Ja. Da habe ich keine Ahnung von, aber ist halt generell nicht wirklich gut, wenn man dann einfach ein Kind bekommt, ohne sich halt so zu denken, ja, was hat denn das für Folgen, was muss ich da beachten Na und. eben, ich meine, ich merke es ja jetzt schon, wir haben seit letztes Jahr einen Hund. Und man merkt ja schon allein, was für eine ja, Aufgabe kann man jetzt nicht im Ende, kann man jetzt nicht sagen, aber wie gebunden du schon nur durch einen Hund bist. Und wie stellen die sich Ja. das dann mit einem Kind vor? Ich weiß auch nicht. Was wären bei Ja, dir das das. perfekte Alter, wo du sagen würdest, ja, also das wird passen? Weiß ich nicht, so ein perfektes Alter. Ich finde, man sollte halt selber so bereit sein dafür. Und wenn man sagt, ja, jetzt fühle ich mich so weit, also mit 13 wird das wohl kaum so sein, aber. Ja, kommt halt drauf an, was man auch machen will. Wenn du jetzt eine Ausbildung hast und schon Geld verdienst, dann kann das schon so ab 20 so sein. Wenn du dann Schule weitermachst, zum Beispiel mal will ich jetzt ja auch studieren bald und Okay. wenn ich dann mit Schule fertig bin und da bin ich halt auch schon, ich weiß nicht, wie Abitur habe ich, wenn es alles so gut klappt, mit 19 fertig, dann noch studieren irgendwie 3, 4 Jahre, Okay. je nachdem, bin ich auch schon 22, 23, ja und dann halt eine Ausbildung. Okay. In was willst denn du studieren? Wahrscheinlich Naturwissenschaften. Da Naturwissenschaften. bin ich halt immer noch am Überlegen, ob ich auf Lehramt studieren soll oder nicht, aber ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine Lust, mich mit so Kindern rumzustreiten, weil ich kenne das ja selber aus meiner Klasse. Da gibt es ja ein paar, die dann immer so auf cool tun müssen, ne? Und ja, mit den Lehrern halt anders umspringen müssen, als man es eigentlich Ah, sollte. okay. Ja, und. Ne? Ja, da habe ich dann ehrlich gesagt keinen Nerv zu und deswegen bin ich da am Überlegen. Okay, ja, aber das. Ja, das Beste ist ja eh, wenn die dann die mit du ansprechen, also die duzen und ach, das finde ich immer so richtig Ja, respektlos. ich wollte es gerade Ich frage sagen. mich überhaupt, wie man. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Wie kann man sowas überhaupt machen? So da, ich würde mich wirklich voll schämen, wenn ich einen Lehrer mit du ansprechen würde. Aber das ist einfach. Respektlos macht man nicht und. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe damals in meiner Schulzeit auch schon eine richtig coole Lehrerin gehabt. Ich muss aber dazu sagen, ich war auch Schulsprecherin. Ja, da ist man einfach ein bisschen auch persönlicher, weil wir auch viel in der Freizeit dann unternommen haben, gerade wegen der Schule und bla bla bla. Da hat man sich dann schon mal geduzt, aber das war alles immer auf einem. Sieht ja scheiße aus hier. Auf einem ganz anderen Niveau. Also das war dann freizeitmäßig, aber sobald man dann wieder in der Schule drin war, war das dann eben wieder die Lehrerin und nicht die ach so tolle Freundin. Und Ja. nee. Das versteht kein Mensch. Ja, aber eigentlich die Lehrer bei uns, die waren noch relativ, eigentlich ganz cool. So, die waren echt richtig korrekt, sage ich mal. Das waren zum Beispiel unser Mathelehrer, der hat so gesagt, vor allem in der 10. Klasse, sagt er so, ja, ihr seid alt genug, so, ich gebe euch keine Hausaufgaben auf, ich gebe euch einfach mal Aufgaben. Ihr wisst, also Hausaufgaben sind wichtig für eure Noten, so für die Arbeiten. Wenn ihr die machen wollt, macht das. Wenn nicht, macht das, macht sie nicht, lasst es sein. Ihr seid alt genug, ihr wisst, was zu tun ist. Okay. Und ja, fand ich auch richtig gechillt dann. Und ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, es ist da, so bekommt man natürlich dann raus, wer wirklich was machen will und wer nicht. Finde ich irgendwie Ja. eine coole Strategie, muss man ja schon sagen, ne? Ja.
Wobei ich muss sagen, ich habe die Aufgaben auch nie wirklich gemacht. Ja. Halt im Unterricht mitgearbeitet. Die Aufgaben dann, die er aufgegeben hat, zu Hause nicht wirklich gemacht, aber die Arbeiten trotzdem meistens zweigeschrieben. Okay. Also, ja, bei mir ist es halt so, ich habe anscheinend so, wie sich das die Jahre rausgestellt hat, ein schnelles Lernvermögen. Das heißt, ich passe halt im Unterricht auf und die erklären das und mache ein paar Aufgaben dazu und kann das so, dann mache ich halt nicht Ja, das viel. kenne ich. Dazu muss man sagen, die Realschule verlangt jetzt auch nicht wirklich viel von einem. Okay. Also auf einer Realschule ist das jetzt, ich habe gehört, auf dem Gimmi muss man viel, viel mehr tun und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das wirklich so ist oder ob die das einfach nur sagen und ja, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie das wird, weil ich habe auch viele meiner Abonnenten meinten jetzt, die sind auf dem Gymnasium, die sind aber wahrscheinlich alle in der 5., 6. so, weil die meisten sind jünger, vielleicht manche auch 7., 8., aber ich komme ja dann direkt in die 10. nochmal, weil das ist dann halt die Einführungsphase, gibt ja noch 10, 11, Ja. 12 dort und ja, dann gucke ich mal, wie das wird, ob das schwerer wird, schwieriger und ja. Aber Mal schauen, mal schauen. wie kommst denn du da direkt auf Naturwissenschaften? Gibt es da irgendwas, was wo du sagst, ja, also das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, das würde ich gern zum Beruf machen? Mich haben irgendwie so Wissenschaft generell immer interessiert. So Sprachen finde ich ganz cool. Englisch so, Französisch jetzt ist nicht so, hört sich nicht so schön an, aber ich kann es irgendwie aus irgendeinem Grund. Okay. Also was in den Arbeiten vorkommt, das konnte ich halt immer. Und deswegen habe ich Französisch auch weitergewählt in der 6. Ich habe es bereut, ich hätte gerne Chemie genommen als Okay. Pflichtfach. Aber ja, ist dann halt Französisch geworden. Sprachen sind gar nicht so schlecht, liegen mir eigentlich, aber ich finde Naturwissenschaft oder Wissenschaft immer irgendwie cooler. Vor allem, weil man da einfach, du hast eine Lösung. Das ist nicht so wie Philosophie oder Religion, dass du diskutieren musst, diskutieren und nie zu einem Schluss kommst, sondern in der Mathematik zum Beispiel ist so 1 plus 1 ist 2. Das ist einfach so, da wird sich nichts dran ändern und da gibt es meistens halt nur eine Lösung, außer du nimmst jetzt irgendwie eine Wurzel von einer Ja. Zahl. Da gibt es ja mal positiv Minus, aber das ist ja, aber es gibt halt meistens immer nur eine Lösung oder eigentlich fast immer. Und es hat mich generell, so Wissenschaften interessieren mich generell. Und dann mit Chemie, den ganzen Stoffen und den Atomen und sowas finde ich ganz geil. Bio finde ich auch vor allem sehr gut. Also Biochemie, weil Bio, das ist einfach voll cool. So dieses menschliche, so menschlicher Körper halt, so das alles zu wissen und die ganze Vererbung, Evolution und sowas, wie alles entstanden Das ist. stimmt auf jeden Fall. Und sowas finde ich sehr, sehr cool. Also auch Vererbung. Also Vererbung ist ein, oder Kreuzung. Das sind so die Themen, die mich wirklich dann dazu bewegt Ja. haben. Ja, also die waren wirklich. Dann hatten wir mal ein Thema Bewegung in Bio, fand ich jetzt nicht so Okay, wie toll. Bewegungen dann jetzt? Ja, mit den Gelenken, da gibt es irgendwie Sattelgelenk Ja. und keine Ahnung, die ganzen Knochen da mit, ich glaube, 206 Knochen hat ein Mensch. Weiß Aber ich auf jetzt jeden nicht Fall viel zu genau. viele, die wehtun können. Ja, das stimmt. Ja, was ich dann aber ganz interessant fand, dass zum Beispiel Babys sich kaum Brüste holen können, weil die ganzen Knochen noch aus Knorpel Ja, sind. das finde ich irgendwie Und total arschig von den Babys. Das ist voll mies. ich finde es aber irgendwie so, keine Ahnung, das ist mal so außergewöhnlich, finde ich eigentlich recht cool. So, und ich stehe hier nur die ganze Zeit rum und helfe gar nicht Och. mit. Jetzt ist die Frage, wo lang du das machen, hier rum anscheinend, dann Ja, helfe ich dir mal einfach ich mit. baue hier einfach mal so ein. Hast du einen Hund? Nee, die sind wahrscheinlich von draußen. Mein Fenster ist zu. Also ich habe einen Hund, ja, aber der hat jetzt gerade nicht gebellt. Okay. Und deswegen, also keine Ahnung von draußen, obwohl mein Fenster zu ist, aber mein Mikro ist sehr Aber hellhörig. Jetzt hat mein Hund gerade ich habe ja gebellt. auch einen Hund. Da wirst du wahrscheinlich vorhin auch gehört haben. Ja, Ja, ja. der kleine Möfsack. Ja. Was hält denn dein Hund von deinen Aufnahmen? Keine Ahnung, sage ich mal, er war jetzt noch nicht dabei. Okay. Also ist nie dabei, so ich sage mal, Mama, hier nimm mal bitte den Hund, ich nehme jetzt auf und Okay, ja. habt ihr dann eher den größeren oder den Sonst. kleineren? Nee, wir haben einen kleinen. Also wir hatten mal einen größeren, der war halt noch kleiner, der wäre halt, das war ein Labrador. Der war uns aber, sage ich mal, wirklich zu anstrengend, weil wir waren halt wirklich alle weg morgens immer und der hat dann. Wir hätten den halt erstmal wirklich erziehen müssen und so weiter. Der war auch kaum stubenrein Okay. und war halt wirklich viel zu anstrengend. Den hatten wir dann abgegeben. Jetzt haben wir einen kleinen Ach Gott, Malteser. wie ich auch. Ja.
sehr süß, die Hunde, auch sehr anhänglich, finde ich sehr, sehr, sehr Ja. süß. Ja, und der ist wirklich viel pflegeleichter auch. Der hat bis jetzt noch nicht in die Wohnung gemacht und wir haben den auch eigentlich nicht so lange. Und wirklich, der ist auch erst 11 Wochen, zwölf Ach Wochen. Gott, das ist ja noch so ein Also ganz kleiner so Scheißer. ganz, ja, ganz, ganz klein, wirklich. Und also deswegen, also sehr, sehr cool, aber sehr frech, muss ich sagen dazu. Oh Also ja. der bellt die Hunde einfach an draußen, obwohl die nichts tun und die Menschen. Aber sehr anhänglicher Hund trotzdem, sehr schön. Ich finde trotzdem so ein Husky immer, fand ich so schön Ja. immer. Auch wenn das so ein Laufhund ist. Aber Huskies oder Labrador finde ich eigentlich sehr schön, so große Hunde, weil das sind wirklich richtige Hunde, weißt du? Der Hund hier, der hat ja gar nichts auf dem Rippen. Den kannst du da einmal wegtreten, sag ich Habt ihr ein mal. Männchen oder ein Weibchen? Oh Gott, Weibchen. viel Spaß. Mein ist momentan Warum? läufig. Oh, Da ja. wirst du deine Freude haben. Oh, weil meine ist so, die will jetzt mein Bein rammeln. Ja, sehr, sehr schön. Die geht einfach hin Macht und bestimmt Spaß. meint dann so, ja, ich zeig dir jetzt, wer der Chef ist hier. Ja. Ach Gott, jetzt hast du auch eine Maltese. Das ist ja cool. Das fetzt jetzt. Das gefällt mir. Ja, wie. Aber sehr frech, muss ich jetzt so sagen. Also, nervt mich schon, diese ganze Gebelle da. Und vor allem das Geile ist ja wirklich, ihr hört draußen Hunde und bellt einfach mit. So, das ist. Oh, da kriege ich immer so einen Kotzreiz, ne? Sei doch einfach mal ruhig und ja. Aber, Ja, da. ja, aber das Bellen mag ich gar nicht. Also das. Oh, ich weiß nicht so. Oh, nee, finde ich nicht So so ein toll. schrilles Bellen, ne? Ja. Ach Gott. Das hat auch so ein kleines Ja. Teil. Oh, joi. Ja, ich muss sagen, mein Haus ist gar nicht mal so hässlich geworden. Also die Inneneinrichtung finde ich aber sehr, sehr schön. Also vor allem diese Druckplatten, die du da verwendet hast, das sind ja diese schweren Druckplatten eigentlich, ne? Diese Eisendruckplatten, oder wie die Genau, ja. heißen, für die Tiere. Also da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, ich hätte da jetzt normale Holzdruckplatten Ja. verwendet. Deswegen, ja, also sehr, finde ich sehr schön, passt dazu. Dankeschön. Sehr gut. Ja, ich habe ja alle Mühe gegeben hiermit. Ja, um das Haus noch ein bisschen zu Oh retten. nö, komm, das Haus ist wirklich cool geworden. Also kannst wirklich nichts sagen. Damit soll ja auch endlich mal den Steg rüber und endlich mal einen Steg. So ein Weg in die Stadt mit, das wollte ja Weiß-Weiß letztens machen. Und da habe ich ja gesagt, nee, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt machen oder wie oder her, wie überhaupt. Ja, und das war jetzt einfach mal so eine Spontanaktion. Vor allem ist auch cool, das ist Ja. hier jetzt so abgegrenzt. Das ist auch mal ein ganz, ganz anderes Haus. Ja, es ist, ich finde aber generell auch die Landschaft, was ist denn da hinten mit dem B? B? Ach ja, das habe ich gebaut. Das ist mein Turm. Das finde ich auch wieder richtig cool. Das war so eine 4-5-Stunden-Aktion, weil ich habe ja, muss ja alles von Hand abbauen und hinbauen. Also kannst du Ja, ungefähr ja. vorstellen, was das hier für eine Arbeit war. Sehr schön, aber ja, finde ich, auch die Landschaft gefällt mir eigentlich sehr gut hier. Das ist. Ja, eine gute Landschaft zum Bauen, finde ich. Auch dahinter wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen Platz, weil zum Beispiel so Dschungel oder Sumpf mag ich gar nicht. Ey. Da kannst du kaum bauen. Oder Schnee. Boah, nee, ey. Schnee mag ich gar nicht. Also so eine Ja. Schneelandschaft. Außer du baust halt so ein Iglu oder so, aber. Okay. Ja, da baut ja irgendwie keiner. Also ich kenne keinen, der ein Iglu gebaut hat. Ja, das ist Herausforderung angenommen. Ja. Ja, aber. Ich muss sagen, so schlimm finde ich mein Haus jetzt echt nicht. Also ich habe mir das echt schlimmer Sag ja, vorgestellt. Also es geht ist nicht noch. schlimm Geht noch. geworden. Was man vielleicht noch machen kann, ist. Ach Gott. Was ich persönlich. Ein schöner Teich noch hier Ja. hinten. Es fehlen nur noch die Enten. Genau. Ja, Pferde gibt's ja schon. Ja. Hast du in die neue Version schon mal reingeschnüffelt? Ja, Und wie habe ich. findest du Aber sie? ich muss sagen, also die Version ist ganz okay. Finde ich jetzt nicht so gut alles, aber ganz okay. Der Launcher, der fuckt mich so ab. Der ist so unnötig, da einfach einen neuen Launcher, anstatt das alles über die alte Echse da zu machen und einfach eine neue Version. Aber du hast halt. Und das Mods installieren ist auch viel schwieriger, finde ich. Also, den Launcher, finde ich, mag ich gar nicht. Sondern die Version ist eigentlich ganz cool so, aber. Okay.
Was hältst du davon? Ja, ich meine, ich habe es persönlich noch nicht angetestet, aber ich habe von Ach einigen so. eben schon erfahren, dass die einen sagen so, die anderen sagen so, aber der größte Teil sagt eben auch das mit dem Launcher dann. Ja, das ist ziemlich geteilte Meinung. Auf eine Art und Weise finde ich es irgendwie cool, dass du eben zwischen den Minecraft-Versionen hin und her switchen kannst. Ja, gut. Ja, aber ob das wirklich sinnvoll ist. Ja, dafür gab es ja früher auch den Minecraft Version Changer. Den gibt es ja eigentlich immer noch für die 1.5.2 halt, aber Okay. ja, deswegen finde ich das nicht wirklich sinnvoll. Aber Mojang macht da ja eh das, was die wollen. Und auch die Hexen zum Beispiel, die finde ich total unnötig. Das ist mit das Unnötigste, was in Minecraft gibt. Da hast du Aber allerdings recht. Ups. die machen momentan eh nur noch nicht so geile Sachen, finde ich. Also deswegen. Ja. Ja, mag finde ich nicht mehr so. Ich fand auch Minecraft ist nicht mehr das, was früher mal war. Früher hatte ich aber dieses Feeling, ich habe Minecraft gestartet, Singleplayer-Welt. Boah, was baue ich jetzt? Ey, ich weiß nicht, was ich bauen soll, was soll ich bauen? Und heute, ich zocke gar keinen Singleplayer mehr. So, wenn halt nur auf Servern irgendwie PvP. Aber sonst Singleplayer gar Ja, nicht mehr. aber irgendwo fehlt dann doch ein bisschen der Reiz mit. Ja. Na, wie du vorhin eben schon gesagt hast, man weiß irgendwann nicht mehr, was man bauen soll. Deshalb, ich habe ja ein Minecraft-Let's Play am Laufen gehabt und habe dann irgendwann gesagt, hey, also tut mir wirklich leid, aber ich breche das Ganze ab, weil das einfach keinen Sinn hat. Ich quäle mich da wirklich durch die Folgen. Ja, muss im Endeffekt auch nicht sein. Ja, stimmt schon. Deswegen, ich frage mich auch, wie Gronkh irgendwie 1000 Folgen machen kann. Also, richtig gar nicht, wirklich. Ich meine, gut, er hat in der Alpha 1.3 oder was angefangen da. Klar, hat er viele Folgen rausgehauen, aber mittlerweile, der hat ja irgendwie schon alles gebaut, glaube ich, was es gibt und keine Ahnung, was er jetzt noch bauen will. Und ja, das, also so 1000 Folgen oder ich könnte auch schon keine 200 Folgen Minecraft Let's Play machen, würde ich nicht Ja, schaffen. Hätte ich gar keine Lust zu. ich glaube, Hätte ich echt gesagt gar wie keine viel haben Lust. ich geschafft? 70? Waren es 70, die ich Mm, ja. geschafft habe? Gute Frage.